findest du? Herzlich willkommen zu den Säuberms. Live aus der Mittagspause. Und Sophie und ich, wir nehmen heute mal richtig den Mund voll und sprechen über Perfektionismus. Hm, Sophie, es ist so schön, dass du da bist. Daniela, wir sind so perfekt. Ist es nicht schön? Ich habe leider immer noch nicht runtergegessen. Du musst anfangen zu reden. Sind wir nicht perfekt und ist es nicht schön, dass wir so perfekt sind? Und das ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen, über Perfektionismus. Mir persönlich ist so eine Last von der Schulter gefallen, als ich aufgehört habe, perfekt zu sein. Ich glaube, überall da, wo wir versuchen, perfekt zu sein, das ist wirklich so der sichere Weg ins Burnout. Wie war denn das bei dir, liebe Daniela? Du kannst weiter gerne dein Mittagbrot essen. Es tut mir leid, ich habe tatsächlich jetzt nochmal nachgeladen. Das war jetzt so, oh ja, voll schön, ich spreche das Intro mit vollem Mund. Oh ja, Mensch, das liegt ja hier noch ein Stück, kann man ja nochmal reinbeißen. Ne? Also ich finde, in dem Moment, in dem ich mir die Erlaubnis gebe, das unperfekteste Wesen auf dem Planeten zu sein, in dem Moment fängt es erst an, richtig Spaß zu machen. Mhm. Und in dem Moment, ich habe immer das Gefühl, dass meine Kreativität dann auch völlig durchknallt. Oh, habt ihr den Pups gehört? Nö, leider, aber das wäre so super gewesen für uns. Nicht perfekt für die Folge, oder? Ja. Also, mein Baby trägt dazu bei. So, was ist, wenn die Folge einfach mega geil sein kann? Egal, welche Hintergrundgeräusche da sind, egal, oder was ist, wenn du bei allem, was du tust, dir einfach erlaubst, du zu sein und diesen, ja, was ist überhaupt Perfektionismus, ne? Ja, ich meine, Perfektionismus ist eine Bewertung. Wann bist du denn perfekt? Für wen bist du perfekt? Wir streben immer so danach, unser Bestes zu geben und perfekt zu sein. Und ich habe das zum Beispiel sehr viel in der Arbeit damals gemacht, ja, in der Werbeagentur, immer perfekt zu sein, noch mehr Ideen zu haben. Und ich habe aber so gemerkt, Menschen, die einen bewerten, bewerten einen. Ganz egal. Oder immer. Ganz egal, wie viele Ideen du gebracht hast, ganz egal, ob du irgendwie eine Nachtschicht gemacht hast oder was auch immer. Die Menschen finden Gründe, um dich zu bewerten, wenn sie dich bewerten wollen. Das heißt, versuche mal für alle Menschen auf diesem ganzen Planeten, und das sind 7,89 Milliarden Menschen, perfekt zu sein. Und wir versuchen das ja meistens schon in einem Umfeld von, okay, lass uns sagen, 1000 Menschen. Ja. Oder nicht mal, wenn es um die Familie geht. Ja. Ich muss da gerade an so Dinge denken wie, ja, wie darf meine Wohnung aussehen, wenn ein Besuch kommt? Mhm. Ja? Ja, auch ein gutes Beispiel. Ja, und ich finde halt wirklich, das killt einen. Es killt einen. Und es ist ein absoluter Freudenkiller. Oh. Ja. Ja, und ab dem Zeitpunkt, wo du dir erlaubst, wirklich so nicht perfekt zu sein, kannst du halt auch Spaß haben. Das ist da, wo deine Freude wieder rauskommt. Deine Freude am Business, deine Freude an Beziehungen, deine Freude an, deine Freude einfach an allem. Ja. Wenn du aufhörst, immer so vorzutäuschen, dass du perfekt bist und dass du alles perfekt machst. Letztendlich ist es ja nur ein Vortäuschen von etwas. Voll, voll. Das sind auch wieder nur Masken. Und ich finde sogar, also ich mag es total, diese Perspektive einzunehmen von jeder Moment ist einfach genau perfekt, so wie er ist. Ne? Also so dieses Perfekt umzukonditionieren. Da habe ich eine geile Geschichte, was mir diese Woche passiert ist. Das war so schön. Der Kleine erzählt auch ein bisschen mit. Ich finde es großartig. Ich finde es auch großartig. Ja, oder? Ich habe diese Woche eine Session gehabt mit einer mega tollen Frau und wir waren wirklich, also wir haben, wenn wir es mal so im, wie nennt man das? Naja, so für allgemein bewertet war es schon ein toughes Thema, an dem wir gearbeitet haben. Also es war, ne? Mhm. Und mein Baby lag neben mir und hat die ganze Zeit geschlafen. Und dann war gerade die Session irgendwie so am Peak, wo es halt wirklich richtig intensiv wurde, auch so von der Energie. Und dann hat er so einen Schiss in die Hose geballert. Also wirklich geballert. Es war so laut und wir beide mussten... Ich hatte... Hier, schon wieder. Okay, es war ein Mini-Pups.
Und es war so geil, weil wir hatten schon die ganze Zeit eine ganz leichte Energie in der Session. Aber genau dieser Moment, wofür ich mich hätte bewerten können, so, oh, mein Kind war laut. Oh mein Gott, wir haben sie nicht ernst genommen. Ich konnte halt auch nicht anders, als mega loszulachen. Und meine Kundin, das war so geil, die hat auch so gelacht. Sie so, ja, endlich, ist es in der Windel, sehr gut. Und es war so geil, weil das so eine Leichtigkeit reingebracht hat. Und wir haben uns danach eben auch darüber unterhalten, wie viel wir uns einfach nicht erlauben, weil wir denken, wir könnten vielleicht den anderen verletzen oder nicht ernst nehmen oder keine Ahnung. Aber wie oft ist es genau das, was die Situation gerade braucht? Der Icebreaker sozusagen. Absolut, absolut, voll Ja, und geil. auch große Anerkennung an dich da an der Stelle, weil das Ding ist ja, viele Mamis mit einem Neugeborenen würden ja die Session gar nicht machen, weil eben ich habe jetzt ein Kind und was mache ich mit dem Kind? Und das ist halt so cool, dass du da einfach sagst, okay, ich mache halt Sessions weiter, ich kreiere weiter und mein Kind ist halt Ja. daneben. Ja. Ja. Und er kreiert mit. Es Und ist er kreiert großartig. mit. Voll. Er kichert auch total oft oder. Hast du es jetzt gehört? Ja. Jetzt, ja, wir haben es auf dem wir haben es auf dem Tonband. Ja, voll, danke. Ich glaube, das ist auch so die größte Hemmschwelle im Business. Viele starten ja gar nicht ein Business, weil sie eben denken, okay, wenn ich jetzt ein Business starte, dann muss ich die perfekte Webseite haben, dann muss ich den perfekten Instagram-Account haben, dann muss ich den perfekten Facebook-Account haben, dann muss ich die perfekten Grafiken haben, ich muss alles durchdesignt haben, perfekt, bis ins kleinste Detail, anstatt einfach irgendwo mal anzufangen. Wie unperfekt kannst du anfangen? Und ich kann mich erinnern, als ich Facilitator geworden bin von Access Consciousness, hatte ich, also mein Business war so unperfekt und es ist auch heute immer noch nicht perfekt, weil es ja, du kannst immer irgendwas erweitern. Also das ist so ein perfekter Stopper. Ja, ich habe es jetzt nicht perfekt benannt und deshalb kann ich nicht anfangen mit irgendwas. Fang einfach irgendwo an. Oder auch der Podcast, oder? Wie unperfekt ist das? Ich meine, wir treffen uns auf Zoom, Leute. Es ist echt so. Wir treffen uns auf Zoom. Ich sitze hier in meinem Schlafzimmer. Ich habe mein Mittagessen neben mir stehen. Sprich mit vollem Mund. So. Ja. Ich finde, das macht halt das Leben so viel leichter, wenn man sich erlaubt, nicht perfekt zu sein. Und Absolut. das Schöne ist auch, man irritiert dadurch ja auch wieder die Realitäten von anderen Menschen und man zeigt den anderen Menschen auch, hey, du musst nicht perfekt sein. Ich habe das so oft erlebt, die Menschen, die versucht haben, am meisten perfekt zu sein, das ist wie, als hätten sie einen Stock im Arsch. Zieht's mal den Stock aus dem Arsch, wirklich. Ja. 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 Unbedingt. Geil. Geil. Ich bin dafür, dass wir einfach alle mal kurz hier auf Pause drücken und einmal abdancen und mal feiern, wie beweglich unser Körper ist, ohne Stock im Arsch. It's the sound of the police. Ja, also dieser Perfektionismus ist total spannend, weil ich glaube, dass es wirklich die meisten kennen. Und ich glaube auch, dass die meisten wissen, wie unfassbar eng sich das anfühlt, wenn du versuchst, perfekt zu sein. Also ich muss da immer nur an die Schule denken. Ich war in der Schule, ich habe wirklich, wenn ich mal so zurückspüre, dann habe ich da irgendwie permanent die Luft angehalten, permanent meinen Bauch eingezogen. Ja, so permanent, ich war permanent unter Anspannung. Referate halten war grausig. Ich habe es eigentlich voll gemocht. Aber wenn du weißt, okay, du wirst bewertet nach Schema XYZ, so, ich hatte schon gar keinen Bock, überhaupt anzufangen, selbst wenn mich das Thema interessiert hat. Und ich hatte echt Glück, ich hatte richtig coole Themen. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast mit meiner einen Schulaufgabe, wie arg ich da bewertet wurde mit meiner Deutschschulaufgabe in der 10. Klasse? Ich erzähle es einfach noch mal kurz, weil ich war voll im Flow. Ich habe Deutsch geliebt. Ich hatte eine großartige Lehrerin in der 10., also in der 10., ne? Ich war schon alt. Und wir haben einen Aufsatz geschrieben. Also ich war nicht mehr in der Grundschule, meine ich damit. Und ich war so voll im Flow. Ich habe so einen geilen Aufsatz geschrieben und war halt super früh fertig und dachte mir so, oh geil, schreibst du den noch mal schön ab. Habe ihn noch mal schön abgeschrieben, so 8 Seiten. Hatte dann immer noch Zeit. Und habe dann angefangen, den auch noch schön zu gestalten und habe so Blümchen drauf gemalt und so und habe das so schraffiert und habe es halt zu einem Kunstwerk gemacht. Und meine Lehrerin ist so ausgeflippt.
Und hat gemeint, und hat mich total rund gemacht, von wegen, ja, ich wäre viel zu alt dafür und ob ich mir eigentlich bewusst bin, dass ich ab nächsten Jahr in der Oberstufe bin und eigentlich müsste sie mir eine 6 geben, ob ich mir klar, ich bin immer kleiner geworden, immer kleiner, immer kleiner. Vor allen Dingen, vielleicht mal so die andere Perspektive, mein Aufsatz war richtig gut. Ich hatte einfach eine 1. Und sie hätte mir eine 6 gegeben, nur weil ich halt, ne? Weil du spielerisch warst, Daniela, bitte, was erlaubst du dir eigentlich in dieser Welt zu spielen und Blümchen drauf zu malen? Hast du nichts gelernt hier in der Schule? Nein, leider nicht, tut mir leid. Jetzt ein 6. Ja, aber das sind doch lauter solche Dinge, oder? Ja, total. Also auch im Berufsleben. Das ist ja, das ist ja auch so ein Ding. Wie viele von uns lehnen Business ab, weil wir so sehen, wie andere das machen. Und ja, in dieser Berufswelt, also macht es auch keinen Spaß. Ich meine, die rennen da alle rum, haben eben den Stock im Arsch. Alles muss immer super perfekt sein. Sie müssen perfekt reden, sie müssen die perfekten Worte haben. Und es ist alles so unecht. Es ist so Ich unauthentisch. glaube, das ist es auch, unauthentisch. Und jeder spielt halt irgendwie so ein Kabarett, das halt nicht lustig ist. Und ich glaube, das macht das Ganze halt so unsexy für viele. Und deshalb sind viele gar nicht interessiert, irgendwie Business zu machen. Oder bei dem Wort Business ist schon so, oh, nein, es interessiert mich überhaupt nicht. Ja, weil wir halt nicht gelernt haben, da einfach damit Spaß zu haben und eben nicht perfekt sein zu müssen. Ich habe ja viele Leute, die dann überlegen, eben Access-Bars-Facilitator zu werden oder irgendwie in diesen Coaching-Bereich zu kommen. Und dann sagen sie mal, ja, aber irgendwie, ich traue mich noch nicht und lalala, weil ich halt so merke, okay, da ist so ein Perfektionismus. Und auch da einmal zu wissen, okay, erstens einmal, das Universum liefert dir eh immer die Leute, mit denen du umgehen kannst. Und das Zweite ist, ich stelle mir wirklich immer die Frage, cool, welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kann ich in meinem Körper sein, um der absolut miserabelste Facilitator aller Zeiten zu sein? Amen. Weil da kommt einfach so ein Spaß und so eine Freude und es nimmt den Druck raus. Und das heißt ja nicht, dass du es dann schlecht machst. Das heißt ja nicht, dass du dann miserabel bist, Überhaupt sondern du nicht. nimmst dir selber einfach mal diesen Stress raus. Oh, ich muss alles perfekt machen und ich darf ja bloß nichts vergessen und ich muss noch das erzählen und das erzählen und oh mein Gott, und wie ist die Form und wie ist die Struktur? Entspann Ja. dich mal. Ich finde es so geil, dass du das sagst, weil da kommt ja auch so dieses Thema Vergleichen mit rein, ne? Wenn jetzt jemand bei dir zum Beispiel, ich meine, du machst das jetzt, wie viele Kurse hast du gegeben? Insgesamt kannst du es zählen? Wahrscheinlich nicht, oder? In den 3 Jahren? Also Foundation-Kurse bin ich, glaube ich, bei 50. Ja, Und genau, das hast du gesagt alle jetzt. anderen Kurse auch noch dazu zählen, sind wir wahrscheinlich bei 200, 300. Schon, gell? Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, okay, und dann ist da jemand bei dir im Kurs, findet deinen Kurs total geil und sagt, okay, ich wäre halt auch total gern Bars-Facilitator, macht vielleicht bei dir gerade den dritten Kurs, den du brauchst und hat dann dieses Ding von, oh Scheiße, aber ich sollte lieber gar nicht anfangen, weil sich die Person mit dir vergleicht, wo du das halt einfach schon 300 Mal gemacht hast vor Gruppen, wo du halt schon 300 Mal beschlossen hast, die abgefuckteste Version deiner selbst zu sein, einfach. Ja, oder ist doch so. Ist Es doch ist so. so. Und mein erster Basskurs war total unperfekt. Also das war irgendwie so in meinem Wohnzimmer und so Geil. drei Leute. Und ich meine, du kannst es ja auch nicht perfekt machen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding. Auch nicht, wenn du es zum 300. Mal gemacht hast, aber gerade beim ersten Mal, was ist perfekt? Schmeiß dich einfach ins kalte Wasser, mach einfach. Absolut, ja. Hab Spaß dabei, vielleicht die Hälfte auszulassen, aber starte halt irgendwo. Toll, toll. Oh, das ist so geil. Also ich kann mich noch erinnern, als ich in meinem Business angefangen habe, mir das zu erlauben. Oder was heißt, ich habe nicht angefangen, mir das zu erlauben, sondern ich habe beschlossen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese ganze Kacke und ich probiere das jetzt einfach so, wie ich bin, das zu machen und so in meine Calls zu gehen. Komplett neue Qualität an allem. Also das ist der Wahnsinn, was da auch für Feedbacks danach so kamen. Ne? Erstens mal habe ich mich gut gefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Natürlich, ne, kam dann schon auch so gerade die ersten zweimal, dreimal so eine Unsicherheit danach, so, oh Gott, kann das wirklich so leicht sein? Darf ich so viel Spaß haben? Darf ich mich nach einem Call, wo ich Menschen quasi facilitiert habe, darf ich mich danach so leicht fühlen? Das kam dann so bei mir hoch und ich dachte so, ja,
auf jeden Fall geil und wie wird es noch besser? Und das Krasse war wirklich auch das Feedback, was halt danach so zurückkam, wo sie gesagt haben, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer so, what the fuck, was hast du gemacht? Was ist los mit dir? Boah, ich sprudle, ich fühle mich so lebendig, danke, dass du du bist. Ne? So voll geil. Ja, und Und was das für ist eine halt Win-Win. Einladung bist du ja damit für den Absolut. anderen, um ihm zu zeigen, hey, du kannst auch einfach nur du sein, weil ich glaube, das ist ja irgendwo erlauben wir uns ja eben nicht, wir selbst zu sein, dadurch, dass wir versuchen, perfekt zu sein. Und irgendwo haben wir auch abgekauft, dass wir nicht perfekt sind und dass wir scheiße sind tatsächlich, Genau. weil sonst wäre ich nicht beschäftigt, mein Leben lang zu beweisen, dass ich perfekt bin. Voll. Und das ist so schön, wenn man so mit Leuten sein kann. Weil sie dann einfach merken, okay, wow, ich darf auch einfach ich selbst sein. Ja. Wir müssen, ja, wow. Ja, ich kann das auch echt immer nur wieder so sagen. Ja. Liebe. Ich kann es halt auch echt immer nur so sagen, ne? Diese Podcast-Kreation. Never ever. Hätte ich etwas so lange jetzt schon durchgehalten, wenn wir das so perfekt machen würden? Also überleg mal, niemals. Alleine, wenn ich gewusst hätte, wie zeitintensiv das ist, Oh Gott, hätte ich echt, niemals. echt. Ich habe es mir gestern gedacht, als wir uns gestern kurz gehört haben und ich so 2 Nächte nicht geschlafen, dachte mir so, oh mein Gott. Bitte, lieber Gott, mach, dass ich nächste Nacht schlafen kann, weil ich glaube, sonst wird es nichts mit dem Aufnehmen. Und dann, das war so mein erstes Ding, so, ich kann nicht abliefern. Und dann dachte ich mir, aber ich bin mit Sophie in einem Raum. Ah, chill. Selbst wenn ich nicht geschlafen habe, dann wird es trotzdem gut. Und ich habe ein paar Stunden geschlafen. Das war halt jetzt noch on top. Aber ja, es ist super zeitaufwendig. Nicht nur, also ja klar, wir müssen uns treffen oder wir treffen uns zum Folgen aufnehmen, aber das, was danach kommt, ist eigentlich noch zeitaufwendiger, oder? Ja, die Folge aufnehmen ist eigentlich gar nicht so das Ding, Nein. sondern alles im Background dann zu machen. Ja, und da waren wir ja auch nicht perfekt. Also, und sind Nein. es wahrscheinlich immer noch nicht. Und wahrscheinlich findest du irgendwelche Rechtschreibfehler oder irgendwelche Tippfehler in unseren Beschreibungstexten. Okay, cool. Bewerte uns dafür. Wie wird es noch besser? Und welche Spürnasenfähigkeiten hast du, die du noch nicht anerkannt hast? Aber ich glaube, unsere Joybombs bewerten uns eh nicht dafür. Nee, Ja. glaube ich auch nicht. Naja, Perfektionismus, spannend, spannend. Sehr. Nimmt echt die Freude aus allem raus. Und wie unperfekt kannst du wirklich sein? Und kannst du dir erlauben zu sein? Und wie viel Spaß kannst du damit haben? Ja, Einfach du zu sein? auch in Beziehungen und was du vorhin angesprochen hast mit der Family. Es gibt so viele Menschen da draußen, die haben Erwartungshaltungen an dich. Und wie sehr kannst du ihre Realität irritieren, indem du das alles nicht erfüllst? Weil das ist, glaube ich, so das auch, was uns so kontrahiert und zusammenzieht, das dann zu versuchen zu erfüllen. Aber auch da, du kannst es nie erfüllen, weil der andere tickt halt so, dass er zum Beispiel Erwartungshaltungen hat. Und selbst wenn du Ja. die eine erfüllt hast, kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Also hab einfach Spaß damit, die miserabelste Tochter auf dem ganzen Planeten zu sein, die miserabelste Schwester, die miserabelste Facilitatorin, die Mutter. miserabelste Mutter, danke Daniela, die miserabelste Großmutter, der miserabelste Vater. Einfach sei in allem, was du tust, einfach jetzt miserabel. Also nicht sei miserabel, sondern erlaub dir miserabel zu sein. Entschuldige, dass es jetzt wieder nicht gendergerecht war. Das ist nicht perfekt. Oh, ja. Oh, das ist aber auch ein sehr, sehr gutes Thema, was Perfektionismus angeht, wo ich mir schon total oft einfach so den Spaß selber verhagelt habe, weil ich mir dachte, oh Gott, ich habe so Angst, dass wenn ich einen Text schreibe, dass sich irgendwer ausgegrenzt fühlt. Und ja, natürlich, ne, wir wollen alle inkludieren und alle einladen, aber letzten Endes ist es halt nicht unsere Wahl, ob sich eine Person eingeladen fühlt oder nicht. Ja, Ne? also lieber Joy Bombeer, bitte wisse, dass wir auch Ja. dich ansprechen und du Ja. ausgeschlossen bist. Ja, alle, einfach alle, egal wie du dich definierst und wo du herkommst und überhaupt, du bist einfach ein Herzibär in unserer Joybomb-Familie. Ein Herzibär. Jo, Mai, ist das Jo, schön. mein, jo, das ist so schön. Ich habe gestern dem Kleinen ein Lied auf Bayerisch vorgesungen und also ich kann eigentlich gar kein Bayerisch und ich hatte so viel Spaß dabei und war danach so,
Kennt ihr das, wenn man so kicherig ist, so, ich war gerade lustig, haha. Und dann dachte ich mir so, okay, aber wenn das jetzt irgendwer aus Bayern mit so einem richtig geilen Dialekt wirklich gehört hätte, der hätte sich wahrscheinlich gedacht, sag mal, was tut sie da? Und es war mir aber total egal. Und der Das. Kleine hat ultra gelacht und fand es mega witzig. Voll Aber es war geil. nicht perfektes Bayerisch. Nein. Na Ich gut. traue mich ja auch nicht mehr Wienerisch sprechen, weil du ja jetzt hier bist. Ich habe früher in meinen Tanzkursen teilweise auf Wienerisch unterrichtet. Also das, was ich halt konnte, nicht viel, weil es Ah, geil lass ist. ruhig raushängen, weil ich kann auch nicht perfekt Wienerisch. Ich finde aber, man kann auch auf Wienerisch sehr schön schimpfen. Man kann super schimpfen auf Wienerisch. Boah, richtig gut. Und es klingt auch witzig. Hörst du Arschloch schlecht wieder? Love it. Okay, zurück zum Thema. Wir schweifen ab. Es wird immer unperfekter hier in der Bude. Ich sehe schon kommen. Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, in einer Perfektionismusfalle gefangen zu sein? Sophie, was kann man da tun? Nix. Verloren. Zu Du wirst es spät. nicht ändern können. Kleine Nein. unperfekte Manipulation für dich, damit du da rauskommst. Irgendjemand sagt, oh, ich kann das nicht. Und du sagst, stimmt, du kannst es Du nicht. nicht. Genau, nur du. Du Genau. bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der das nicht kann. Genau. Und dann wird der andere so, warte, ich zeig's dir. Ich kann das. Es funktioniert super. Mach ich voll oft. Und dann grinst sie wieder so süß, wie so ein kleines Engelchen. Ich sehe schon den Heiligenschein oben drüber. Ja. Die Sophia hat so faustig hinter den Ohren. Und wie Faustik kannst du es du da draußen noch haben? Ja. Ja, auf jeden Fall diese Frage stellen, über die ich vorher gesprochen habe. Welche Energie, welcher Raum, welches Bewusstsein kannst du in deinem Körper sein? Um der absolut miserabelste Punkti, Punkti, Punkti zu sein. Was auch immer du da einsetzen magst, was auch immer da für dich kommt, um den Druck rauszunehmen. Bitte. Und vielleicht ist auch einfach eine Frage, wie viel Spaß kann ich damit haben, Dinge zu verkacken? Und in dieser Realität ist es ja voll oft so, dass du, auch im Coaching-Bereich habe ich das erlebt, dass du dir so gut zureden musst, bevor du zum Beispiel vor Publikum sprichst. Und da wird so richtig gepusht. Sag dir, schau in den Spiegel und sag dir, du bist der Geilste. Und dann geh raus und zeig's der Welt. Also das funktioniert einmal gar nicht, weil der Druck nur noch mehr steigt. Was ich wirklich immer mache, ist mir einfach die Frage zu stellen, okay, cool, wie viel Spaß kann ich heute haben, es zu verkacken? Und das ist was ganz was anderes. Und dann muss ich mich nicht in so ein Ding reinversetzen, wo ich mich pushe, um mir selbst irgendwas vorzugaukeln, um dann irgendwie so zu wirken, als wäre ich jetzt perfekt. Ich finde es auch so schön, weil wir stehen ja trotzdem auch alle auf Authentizität und auf Nahbarkeit. Und ich finde immer in dem Moment, in dem du mit so einer Energie spielst von, ja, wie sehr kann ich jetzt hier gerade reinscheißen? Ja, in dem Moment entsteht einfach diese Augenhöhe. Selbst wenn du in der Position bist, wo du jemand anderem, also ne, wie Sophie und ich, wir halten Seminare, wir halten Kurse. Da könnte man jetzt meinen, okay, ja, wir stellen uns dahin und denken halt, wir sind bumballgeil, ja. Natürlich finden wir uns deep down selber bumballgeil, weil schadet ja auch nicht, sich selber einfach mal ein geil zu finden. Aber die Idee ist ja tatsächlich die, wir wollen Verbindung schaffen. Wir wollen diese Nahbarkeit, wir wollen dieses, ja, wir wollen empfangen voneinander. Wir wollen auch, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, ne? Du unterbrichst mich, wenn das für dich nicht. Also wir wollen auch von unseren Kursteilnehmern empfangen können. Und dafür dürfen wir halt einfach diese ganzen Mauern, diese ganzen Begrenzungen runterfahren. Und ich finde mal, in dem Moment, in dem ich mir selber erlaube, einfach voll reinzuscheißen, in dem Moment entsteht so eine schöne Augenhöhe. Und so eine Co-Kreation auch tatsächlich. Da kann ich dann meinem Gegenüber oder ja, in welcher Situation auch immer, der Situation erlauben, sich mit mir zu entfalten, so dem Universum zu erlauben, mitzuspielen sozusagen. Das ist voll schön. Das ist mega schön. Also was du ja ansprichst, ist, dass wir genauso auch von unseren Teilnehmern lernen, wie die Teilnehmer von uns. In den Access-Kursen geht es ja immer um die Umfragen stellen. So, meine Teilnehmer stellen mir jetzt Fragen und dadurch, dass sie die Frage so sprechen oder mit der Energie dahinter, entwickelt sich für mich ein neues Gewahrsein. Genau. Und
Das Gewahrsein war vorher noch nicht da. Sprich, ich war nicht perfekt. Ja, oh mein Gott, Und, stimmt. genau, und durch die Frage, die der Teilnehmer gestellt hat, kann aber neues Gewahrsein kreiert werden. Und dann können wir uns dadurch wieder gegenseitig beitragen. Also wer auch immer in eine Session kommt, in einen Kurs von uns, in ein Seminar, es ist ein gegenseitiges Beitragen, es ist ein gegenseitiges Schenken und Empfangen. Und es ist nicht ein, wir sind super perfekt, wir wissen, wie das Leben läuft, kommt zu uns und wir sagen es dir. Weil das ist das, was ihr da draußen eh die ganze Zeit rund um euch habt und was wahrscheinlich auch oft nicht funktioniert hat. Wie oft waren da Ratschläge, die ich bekommen habe, wie ich mein Leben zu führen habe, was für mich persönlich überhaupt nicht funktioniert hat. Natürlich macht man das vielleicht aus einer netten Intention heraus. Nur es war so, okay, aber ich kann nichts damit anfangen. Ja, weil da keine Frage gestellt worden ist. Weil da keine Frage gestellt worden ist, wie funktioniert es für dich? Ja, voll. Ich muss da gerade an so einen Moment denken, in einem meiner letzten Kurse, so vor der Geburt, da hatte ich so einen richtigen, das war richtig krass, weil da hat auch eine Teilnehmerin eine Frage gestellt und die hat mich sofort richtig berührt. Und ich hatte so einen Moment von, ich höre mir selber beim Reden zu und es ist einfach so durch mich durchgelaufen und wir waren alle so, oh mein Gott, wow. Und ich war selber so, wow, das müsste ich mir eigentlich fast aufschreiben, was hier gerade durch mich durchläuft. Und das sind ja genau die Momente, wo du auch gerade gesagt hast, es ist ein gegenseitiges Schenken und Empfangen, immer. Immer, immer, immer. Und deswegen sind auch diese Kurse, die wir geben, erstens mal nie gleich, logischerweise. Und die werden irgendwie, finde ich, in meiner Wahrnehmung, werden die immer potenter. Ja, sie gehen viel tiefer. Ja. Tiefer, weil immer mehr Gewahrsein entsteht. Ja. Und was du sagst, ja, das kenne ich auch voll, dieses eben, wenn du es nicht aus einer Form und Struktur heraus machst, wenn du es nicht nach Schema F machst, dann kann das entstehen. Und das liebe ich mittlerweile. Ich liebe es, mich hier nicht für diesen Podcast vorzubereiten. Ich liebe es, mich nicht für meinen Kurs vorzubereiten. Ich liebe es, mich nicht für ein Live oder ein Interview oder was auch immer vorzubereiten, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert dann, wenn ich einfach die Energie fließen lasse und wenn ich einfach schaue, okay, was kommt in dem Moment und darauf vertraue, dass das kommt, was gerade ansteht. Ja, voll. Und vielleicht auch wirklich nochmal ganz kurz so für den Rahmen, ne? Was bedeutet es, sich nicht vorzubereiten? Also es sieht bei uns jetzt zum Beispiel im Podcast, ich hoffe, das ist okay, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, sieht es immer anders aus. Manchmal drücken wir einfach auf Recording, also wir überlegen uns, hey, Thema das und das, drücken einfach auf Recording und schauen mal, was passiert. Und manchmal, gerade wenn wir merken, das ist ein total, wie sagt man, ein total potentes, großes Thema ist, wo wir wahrscheinlich auch 4 Tage am Stück drüber reden könnten, dann schauen wir, okay, wollen wir das in mehrere Folgen aufteilen? Wollen wir uns 2, 3 Stichpunkte einfach so als Guideline, damit du nicht, wenn du uns zuhörst, damit dir nicht alle Sicherungen durchknallen, so, was ist mit denen los? So eine 3-Stunden-Podcast-Folge, so nach dem Motto. Ja, also sowas benutzen wir schon auch. Aber wir folgen einfach unserer Energie und so, wie wir am besten funktionieren. Und wir haben keine Liste in dem Sinne, so das und das, und das muss jetzt alles abgearbeitet werden. Genau. Hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Kannst du dich erinnern? Haben wir es voll genau aufgeschrieben, haben dann eine komplett andere Folge aufgenommen und war so, ja, okay, gut, das, nein, machen wir einfach nicht. Ich war bei der Folge Angst so. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, und die war krass. Das war so krass, diese Folge, wow. Und da hatten wir einen Fahrplan. Das war wirklich, ja. Wir haben den Fahrplan über Bord geschmissen. Ja, und die Energie war so viel potenter in der Folge, als wir es uns vorher jemals ausgemalt haben. Also ja. Wir, ne? Das ist halt das Schöne, du wirst überrascht. Ja. Wenn du nicht aus so dieser Form und Struktur funktionierst, wirst du überrascht, wenn du nicht versuchst, es perfekt hinzukriegen, die perfekten Worte zu finden, perfekt zu sein, kannst du überrascht werden vom Universum. Dann kommen da plötzlich Sachen aus deinem Mund, wo du eben, wie die Daniela vorher gesagt hat, so, hä, woher kam das jetzt? Ich höre zwar, dass es meine Stimme ist, aber what the fuck? Genau. Ja. Ist geil. Und das sind wirklich diese Momente, wo du einfach mit dem Universum so derartig connected bist, wo du ja einen Zugang hast zu Gewahrsein, zu deinem Gewahrsein. Und ja, die sind saugeil, diese Momente. Voll. Aber die kann man nicht erzwingen. Nein. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Wie unperfekt kannst du heute sein, liebe Joy Bomb, und wie viel Spaß kannst du damit haben?
Ja. Diese Realitäten kannst du irritieren damit. Wie viel Freude kannst du haben? Hab Spaß, die Dinge zu verkacken. Und hör auf, dich nonstop selbst zu bewerten. Ja, bitte. Machst du den perfekten Abschluss? Soll Wir ich noch sind mal dann in mein wieder Brot drin und reinbeißen? ja, bitte, ich bitte darum. Okay, einen Moment. Okay, könnt ihr die Gurke hören? Moment. So, also ihr Lieben, es ist so fein, dass ich einfach beim Podcasten essen darf. Wir hoffen, dass euch die Folge überhaupt nicht gefallen hat und dass ihr die so richtig beschissen fandet. Wenn du Bock hast, erzähl uns total gern, was die Folge mit dir gemacht hat. Mir fällt mein Brot gleich aus dem Mund. Ich würde sagen, in diesem Sinne, danke, dass du da warst. Zünde die Joybomb, lebe deine unperfekte, aber grenzgeniale Freude. Tüdelü!